Das ist er, der neue Geschäftsführer Sport. Der frühere Bayern-Profi Manni Bender. Hat sich doch etwas verändert im Gegensatz zu seiner allerersten Autogrammkarte. Das eine Bild 2013, das andere 1989. Welche Erinnerungen hat der Ex-Bayern-Profi Manni Bender an die Zeit vor 24 Jahren? Wenn ich mich so anschaue mit der Frisur, sind ja keine guten. Ja. Ja, aber damals war das in. Ja. Vorne kurz, hinten ein bisschen länger, ja. Kleine Schnauze. Aber nein, das war meine erste Profisaison. Ja. Ich bin damals von Unterhaching gekommen, bin mit Unterhaching in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Und dann hat der Uli Hoeneß bei mir angerufen, ja. Und dann hat er gesagt, wie schaut's aus, Manni? Wir hätten Interesse an dich, dass du beim FC Bayern spielst. Und das ist natürlich, ich bin in München geboren, ja, bin Münchner, ja. Das ist natürlich, da geht dann natürlich schon ein Traum in Erfüllung, ja. Aber zurück zur Gegenwart. Der Verein ist hoch verschuldet. Doch was reizt einen erfahrenen Mann an solch einer Aufgabe? Wenn es noch so viele Probleme gibt momentan, man muss einfach sagen, der OFC ist trotz dessen immer noch ein geiler Verein. Ja. Ist ein Traditionsverein und es ist natürlich, sagen wir mal, immer noch ein schlafender Riese, wo man wirklich sagen kann, hier kann man wirklich was bewirken, auch wenn jetzt, sagen wir mal, in der momentanen Situation ist natürlich wirklich schon ein Mammutprogramm ist und sehr schwierig werden wird, aber nichtsdestotrotz traue ich mir das definitiv zu, auch diese Lösung oder diese Aufgaben, was auf uns warten, mit dem Präsidenten, mit dem David Fischer zu stemmen. Nicht nur finanziell hat der Verein Probleme, auch sportlich läuft es alles andere als rund. Die Kickers abgerutscht auf Platz 14, nur noch 4 Punkte vor einem Abstiegsplatz. Für Bender heißt es jetzt Gespräche führen und den Verein wieder in bessere Zeiten zu führen. Bei diesen Bedingungen keine einfache Aufgabe.